Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot.eu. Heute sind wir auf der GPS World Masters 2017 Grubingen Nordl. Neben mir steht das Herz des Ganzen. Erstmal Dankeschön für so ein tolles Event. Wir sind nämlich heute vor dem letzten Durchgang. Und kurzes Fazit. Ja, also es könnte fast nicht perfekter ausfallen. Wir haben jetzt 10 Tage lang perfekte Rennen gehabt, bei perfektem Wetter. Als Veranstalter kann man sich eigentlich nichts Besseres vorstellen. Ja, und erzähl doch mal über die Geschichte. Wie ist es dazu gekommen, dass Grubingen Nordl ausgewählt wurde? Ja, vor ungefähr 2 Jahren haben wir angefangen, hier den ersten Eurocup zu fliegen. Und die Teilnehmer waren eigentlich so begeistert gleich von der Infrastruktur hier und auch von den Mitgliedern, wie das alles abgelaufen ist, dass man mich gleich fragte im Anschluss, ob wir uns vorstellen können, hier auch die Weltmeisterschaft durchzuführen. Und in einem schwachen Moment haben wir dann Ja gesagt, aber den bereuen wir bis jetzt keine Sekunde. Ja. Es ist auch für den Verein sehr wirtschaftlich und lukrativ durch die Einnahmen, die jetzt auch gekommen sind, sodass es auch immer für Vereine lohnt, sowas zu machen, stimmt? Klar, abgerechnet wird zum Schluss, aber das Bild sieht aktuell sehr positiv aus, sodass man sagen kann, das lohnt sich auch auf den Verein diesen Arbeitseinsatz zu zeigen. Ja, das finde ich ganz fantastisch. Dann können die sich vielleicht einen neuen Diskusanzahlung leisten. Genau. Ne? Ja, wir als Verein haben schon für nächstes Jahr die Bestellung für einen Arkus rausgeschossen. Ja. Das hilft uns zumindest, ein Winglet zu finanzieren. Ja, das ist okay. Aber es macht ja auch Freude, die Sache zu fördern in dieser Richtung. Denn was ich so erleben durfte, war, ich durfte mit euch, ihr werdet es später im Film sehen, über 4 Stunden Aufnahmen machen in 4K innerhalb des Pilotenkreises. Und das war spannend. Also von hier aus sieht man, wenn man wissend ist, dass es spannend ist. Aber wenn man zwischen den Piloten steht, dann merkt man, wie es knistert und man kann es auch alles wunderschön auffangen, wie die Taktiken sind und so weiter und so fort. Und lieber Jörg, jetzt erzähl mal etwas über das Reglement. Ja, wir fliegen hier in 2 Klassen. Wir haben die Eigenstartfähigen, die SLS-Klasse, die nicht beschränkt ist vom Maßstab, nur durch die 25 Kilo gedeckelt ist. Und dann haben wir die Klasse 1 zu 3. Das sagt der Maßstab schon, 1 zu 3 ist das Maximum, was ich hier fliegen kann. Gestartet wird im F-Schlepp. Beide gehen auf einen 2,4 Kilometer langen Rundkurs ins Rennen für 1/2 Stunde. Und wer dann am schnellsten war und am meisten Runden geflogen hat, der ist der Gewinner dieses einen Rennens. Gut, das heißt aber, wie wird gewertet? Es wird so gewertet, dass wir hier in Gruppen von maximal 15 Flugzeugen fliegen. Mehr lässt der Luftraum nicht zu, das haben wir hier auch gemerkt. Danach kriegt jeder Pilot oder Gewinner dieser Runde maximal 1000 Punkte. Und dadurch sind wir wiederum vergleichbar, wenn wir eine Runde bei Top-Bedingungen fliegen. Dafür gibt es auch nur mit 17 Runden beispielsweise 1000 Punkte. Genauso wie eine Runde, die bei schlechten Bedingungen geflogen sind mit 5 Runden. Auch da gibt es 1000 Punkte. Dabei jedes Mal werden die Gruppen zueinander neu gelost, sodass hier also auch nicht nur starke Gruppen über das ganze Wettbewerb gegeneinander fliegen. Und somit wird über 10 Runden, die wir hier bei der WM geflogen sind, eine Chancengleichheit hergestellt. Das heißt aber, dass die Piloten in den Gruppen dann feststehen? Nein, die stehen nicht fest, die werden wieder neu ausgelost, sodass also nicht solche Effekte stattfinden, dass ein Philipp Kolb und ein Florian Schambeck sich unter Umständen ständig gegenseitig behaken, sondern man hat hier die Möglichkeit, schon immer durch den Computerzufall neu auszulosen. Und das wird täglich gemacht, oder? Ja, das wird ständig neu gemacht. Ja, toll. Also ihr seht, es ist eine interessante Sache. Es ist wie so ein Kleinkrimi. Ihr müsst euch das vorstellen. Saufe ich ab, saufe ich nicht ab, halte ich mich? Und dann der Helfer, der guckt noch rechts und links. Oh, der steigt ein bisschen besser als wir. Jetzt kommen wir da hin, kommen wir da nicht hin. Und diese Spannung ist ja eine unglaubliche, die wir auch transportieren müssen. Ne? Genau, das war auch ganz wichtiger Effekt, den wir hier festgestellt haben. Das Publikum, das gekommen ist, war zum Teil fachkundig, zum Teil aber auch Laien. Und es ist meines Erachtens elementar, dass man hier die Rennen kommentiert. Und dann hat man auch ein sehr, sehr geduldiges Publikum, das einen danach auch ständig mit Detailfragen löchert. Und das ist immer ein Zeichen dafür, ich habe es verstanden, ich möchte noch ein bisschen mehr wissen und das wollen wir erreichen. Ja. Und das habt ihr auch erreicht in der großen Masse. Es waren ja tausende von Besucher hier. Ja, wir hatten also an den publikumsstarken Tagen 1000 Besucher oder etwas mehr. Unter der Woche waren es dann ungefähr jeden Tag 300 Besucher. Und meine Stimme ist langsam etwas heiser von den vielen Gesprächen, aber genauso soll es sein. Ja, lieben Dank, lieber Jörg, für das Interview. Ja. Und zum Schluss, Modellfliegen ist Spitze. Lieben Dank dafür. Nochmal. Tschüss.